Ja, liebe Lola. Lola will keine Pimmelbilder. Meine Güte, meinen würdest du auch nie kriegen, dafür müsstest du ordentlich investieren. Ich würde nie, also ganz ehrlich, dafür müsste die Frau schon wirklich was auf den Tisch legen, damit sie alles sehen dürfte. Ja, deswegen, ich finde das schon in Ordnung. Genau. Ja, führ doch so mal so einen Kostenkatalog ein, ne? Also dafür, für den bezahle ich jetzt das, der wiegt nicht ganz so viel, der hat ein bisschen mehr Kram, ne? Was ist denn eigentlich los? Ist ja wie bei der Obstwiese hier, beim Obstladen. Nee, ich finde das wirklich, ja, ich finde das interessant, dass du das jetzt machst. Du sagst, ich will keine Pimmelbilder sehen. Genau, das machst du. Und das ist auch dein gutes Recht. Aber hast du denn jemals auch ein Bild von dir geschickt, dass du welche bekommen hast, empfangen hast? Ich weiß es ja nicht. Also ich kenne das immer so, man schickt sich gegenseitig Bilder. Dann aus dem Urlaub, dann ist man da, dann macht man dies, dann macht man mal einen Handstand, dann trinkt man mal was Nettes, dann isst man eine Currywurst, dann hat man Spaß, dann feiert man Partybilder und so weiter. Schick doch mal so Partybilder zurück, ich weiß es nicht. Nein, nimm das doch mit Humor. Ja gut, jetzt sagen die einen, okay, das ist ganz dreist und dies und das. Und die anderen sagen, oh, ja, warum bekomme ich denn keine? Ja, warum bekomme ich keine Bilder? Ja, ich sag's euch, ihr müsst ein bisschen mehr rangehen dann und dann müsst ihr ein bisschen so mit flirten und so und dies und das. Und so ist das beim Dating, das ist einfach so. Instagram ist die größte Dating-Börse, die es überhaupt gibt. Ja, habe ich mal nachgelesen. Weil es so ist, Jennifer, na meine Güte. Ja, ich kriege auch Partybilder, Bilder von Frauen, Bilder von Füßen, Bilder vom Strand, Bilder von der Arbeit, Bilder von sonst wer. Ich weiß nicht, neulich habe ich mal ein Bild vom Nordpol bekommen. Ja, ich finde es witzig, aber trotzdem, natürlich, du willst keine Pimmelbilder haben. Und das hast du jetzt in der Bild gesagt. Und, ja, dann frag doch, ob er ein Urlaubsbild hat, so, wo er gerade im Pool liegt oder was weiß ich, keine Ahnung.